Ich denke, das war eine wunderbare Konferenz. Ich finde das total wichtig, die Geschichten zu hören aus den vorherigen Jahrzehnten von den vielen Frauen, die schon ganz, ganz lange hier sind und viel Erfahrung haben in der Selbstorganisierung, in den Kämpfen gegen Rassismus. Und ich glaube, dass das ein super Anfang ist, um da anzuknüpfen. Und was es jetzt vielleicht bräuchte, ist relativ bald ein Wiedersehen, wo man auch nochmal spezifische Fragestellungen, weil wir haben ja gesehen, es sind so viele komplexe Themen. Es gibt auch Differenzen natürlich untereinander. Es wurde gerade im letzten Panel angesprochen, auch die kurdische Frage oder wer positioniert sich eigentlich wie als Frau. Das gibt ganz viele Fragen, die natürlich noch offen sind. Und ich glaube, dass das hier ein super, super Anfang war, um zu sehen, dass eben Demokratisierungsbewegung und eine Demokratisierung im Sinne einer antirassistischen Arbeit tatsächlich auch im Wesentlichen von unten kommt. Also was wir von der Geschichte gelernt haben, ist eben, dass viele Dinge, die sich dann in der Migrationspolitik auch verändert haben, auf der Ebene auch der Gesetze, im Wesentlichen von unten erkämpft worden ist, von den Leuten selber, die eine Migrationsgeschichte haben. Und ich würde für die Zukunft jetzt sagen, dass man nochmal überlegt, in welcher Form man zusammenarbeiten kann. Und zum Beispiel, was hier jetzt ein bisschen kurz gekommen ist, war so eine Art Open-Space-Format, wo nochmal einzelne Gruppen mit spezifischen Interessen untereinander reden, um das dann wieder im Plenum zusammenzuführen. Und ich fand das aber jetzt trotzdem gut, dass wir erstmal in einer Situation waren, wo wir vor allen Dingen ganz, ganz viel hören. Weil das war ja das, was wir auch eingangs gesagt haben, wichtig ist es, Stimmen, die bisher ungehört geblieben sind, erstmal hörbar zu machen. Und ich verstehe auch das Zuhören wirklich als politische Praxis. Hinhören, hinhören, zuhören, lernen auch in diesem Zuhören und darüber dann eigene Praktiken entwickeln. Und insofern bin ich total dankbar, hier zu sein und dass ihr das organisiert habt. Das ist wirklich eine ganz wundervolle Plattform, um uns zu stärken. Weil das eine ist, auf die Straße zu gehen, das ist auch total wichtig. Und das andere ist, geschützte Räume zu haben und auch geschützte Räume nur für Frauen zu haben, wie wir es hier haben, wo wir uns einfach erstmal selber stärken können, um dann auch wirklich auf die Straße zu gehen und die Forderungen zu formulieren. Und deswegen finde ich das total super und glaube, dass das wirklich was bewegt hat. Ich glaube, gerade in Bezug auf den NSU ist es wirklich auffällig, dass die Frauen und auch die Betroffenen, also die Angehörigen Frauen der Mordopfer durch den NSU, ja auch schon sehr, sehr viel gesprochen haben, in der offiziellen Wahrnehmung und auf vielen Panels oftmals aber die Männer sitzen. Es gibt das wunderbare Buch von Semiha Şimşek, es gibt die vielen anderen Frauen, die auf Demonstrationen auch sprechen. Und trotzdem, das war auch in der Recherche, in unserer Recherche für das Tribunal NSU-Komplex auflösend so, war es am Ende so, dass mehr Männer auf der Bühne waren und gesprochen haben. Und da habe ich oftmals gedacht, man müsste nochmal gezielt losgehen und wirklich viel Zeit mit den Frauen verbringen. Also sie besuchen, sich nicht nur einzuladen, zum Beispiel auf solche Konferenzen zu kommen, sondern ich denke, eine unserer Arbeiten könnte auch sein, die Frauen nochmal explizit aufzusuchen und dann eben die nächsten Generationen an Migrantinnen, die jetzt kommen, aufzusuchen, in die Unterkünfte zu gehen, um diese Geschichten zu erzählen. Und zum Beispiel der Film, die Dokumentation, das Schreiben darüber, das Sprechen darüber sind ja wunderbare Formate, um diese Geschichten hörbar zu machen. Insofern glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Also wir müssen diese Geschichten erzählen. Ich glaube, wir müssen aber zukünftig noch mehr auf die Frauen zugehen, damit sich unsere Geschichten auch verbinden, also die Geschichte der Frauen aus den 60ern bis heute, weil natürlich gibt es auch da große Unterschiede und trotzdem gibt es eine Systematik des Rassismus. Es gibt immer wieder die Stigmatisierung, die Markierung als andere, die kriminalisierende Perspektive. Und da können wir uns verbinden und gucken, wo in der Geschichte ist das anders gelaufen? Wo haben Menschen aufbegehrt und haben sich genau gegen diese Stigmatisierung gewehrt? Und ich glaube, dieses Wissen müssen wir weitergeben an die Frauen, die heute kommen. Und ich glaube, das ist eben so ein wechselseitiger Prozess, dass wir mehr Veranstaltungen machen, dass wir Filme machen, dass wir Bücher schreiben, dass wir Ausstellungen machen und all dies auch in unserer künstlerischen Praxis, sag ich mal, die sich für mich verbindet mit der Politik. Das sind nicht zwei verschiedene Bereiche, sondern das Ästhetische ist sozusagen das Politische. Und dann aber auch nochmal
extra die Menschen aufsuchen, da wo sie sind. Weil natürlich ist es zum Teil schwierig, wir haben im Laufe der 2 Tage manchmal gehört, dass Frauen gesagt haben, oh, ich habe es zufällig erfahren und ich bin total glücklich, hier zu sein. Und insofern ist das ein Glück, wenn sie den Weg hierher gefunden haben, aber viele, die den Weg nicht hierher gefunden haben, die müssen wir dann vielleicht aufsuchen. Und ich glaube sehr an die Selbstorganisierung und auch an die Erfahrung, die wir als Migrantin auch hier gemacht haben. Es gibt ja im Moment wahnsinnig viele Projekte, auch künstlerische Projekte. Alle wollen irgendwas mit Flüchtlingen machen, in Anführungszeichen, weil es Gelder dafür gibt. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob irgendjemand, sag ich mal, dahin geht, irgendein Künstler, irgendeine Künstlerin, die ansonsten nichts mit dieser Geschichte zu tun hat, oder ob jemand hingeht mit einer eigenen Migrationsgeschichte, weil das verbindet einen natürlich. Und ich glaube, darin liegt auch ganz viel Power, also auch in diesem migrantisch situierten Wissen, das auch zentral zu machen und sich da zu verbünden.